Hallöchen zusammen, herzlich willkommen wieder zurück bei Dead Cells. Ja, ich habe vernommen, dass einige noch ein paar Folgen haben wollen. Vielleicht machen wir jetzt so eine kleine Reihe irgendwie draus. Wir starten jetzt genau an dem Punkt weiter und ich will euch heute mal diese Toxic Sewers zeigen. Das wird vielleicht eine etwas kurze Folge. Aber hey, ich will sie euch wenigstens mal gezeigt haben. Also wir gehen dann gleich in dieses neue Gebiet, was wir hier freigeschalten haben. Ha, kann ich auch. Siehst du mal. Was haben wir? Infantry Bow. Klingt schon mal gut. Boah. Eieiei. Ja, so geht's auch. Wuhu. Mal schauen, mit welchem Glück wir dieses Mal gesegnet sind. Vielleicht kriegen wir ja ganz gutes Zeug oder so. Oh, wieder dieses Goldschild. Das kann doch nicht sein. Warte mal, ich muss doch mal... Jetzt habe ich es wieder lauter gemacht. Jetzt muss ich es wieder leiser machen. Wunderbar. Ja, Goldschild. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist irgendwie... Okay, wir sind schon im Shop. Oh, hier gibt es gleich... Oh, die Twin Daggers 2, ne? Ich brauche Gold, ihr Lieben. Wir brauchen ein richtiges Schwert hier. Oh. Ein Kebab. Kebab brauche ich noch nicht. Nehmen wir noch nicht mit? Oh, nein. Fängt gut an. Ich will die ganze Zeit LT und RT drücken, aber wir haben natürlich noch nichts. Ach, komm schon. Ich muss gleich wegen dem Typen, muss ich das Kebab mitnehmen, ne? Das finde ich ja jetzt nicht so schön. Oh, oh. Wie komme ich denn da rüber? Holy. Warte mal. Zwei Kebabse. Kebabsen? Ich habe keine Ahnung. Kebabs. Wie zur Hölle komme ich da rüber? Gibt es da irgendwo ein... Da, ach so. Halt. Jetzt habe ich es gesehen. Tickeln. Alles klar. Und hier haben wir gleich sogar ein Schwert. Ja, ist jetzt nicht wirklich signifikant besser, aber hey, was soll's. Throwing Knife. Nehmen wir mal anstelle des Bogens. Und dann schauen wir mal weiter. Ach, diese Attacke ist toll. Die brennen? Ist das richtig? Die brennen? Cause Bleeding. Achso, das ist einfach nur... Ja, okay, Bleeding-Effekt. Und nochmal ein Kebab-Sch. Ein Kebab-Sch. Oh, sehr nett. Ach komm, ich wollte gerade durchrollen. In dem Moment, ne? Ah, Penner. Ich stirb am Bluten. Na, warte ab, du. Wir brauchen mal irgendwas Stärkeres. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Glück bei den Sachen, die wir jetzt finden. Weil sonst sterben wir halt in diesen Sewers gleich relativ schnell. Aber die Throwing Knives sind schon ganz nett. Kann man machen. ja, da unten rechts ging es noch weiter. Uno Momento. I'm on the run. Hey, cool, ich kann das auch in der Luft. Hast du gesehen? Oh, Mann. Oh, halt. Gold. Jetzt 1900. Jetzt könnten wir uns im Shop eigentlich das... Also die netten Schwertchen holen. Das wäre vielleicht sogar besser. Oh. Ah, oh, diese Firebrands, die waren cool. Die nehme ich mit. Ach, diesmal ist es auch wirklich nur so eine kleine Firebrand. Die wir mal hatten, die hat noch irgendwas geschossen, ne? Boah. Ja, ja, brennt mal und dann sehen wir weiter. Mal gucken, was sie überlebt. Das nehmen wir mit. Und du bist auch gestorben, ne? Nett. Oh nein, Bossgegner. Ach du Scheiße. Ah, ich brauche Concentration. Ah, du Arsch, ne?
Oh, ist das mies. Ist da einfach so ein Boss? Oh, du kannst dich ja porten. Au. Ja. Scheiße, der macht mich hier nackig, ne? Oh, komm schon. Ich brauch einen Kebab. Man stirbt denn der mal? Oh, na Gott sei Dank. Dafür kriegen wir auch ein Eisamulett. Damage vom Projektilen werden halt auf 75% reduziert. Ja. Wir haben ja sonst nichts. Aber das war's. Ich musste einen Heiltrank nehmen, Mint. Scheiße. Naja, so ist das manchmal. Oh, endlich auch mein Upgrade. Hey, lass mich durch. Wow. Halt, das schnappen wir uns erstmal. Strength. Immer Strength. Das auch. Ich glaube, das mit diesen Feuerdingen, das war doch nicht so die beste Idee, die ich hatte. Aber hey, man muss ja auch mal alles ausprobieren. Nix getroffen, wunderbar. Hup. Fangen wir ein guter. Puh. Wo war denn der Shop jetzt? Da ist übrigens noch ein Kebab. Komm, das schnapp ich mir mal. Kebab. Throw Knife, Shield. Zur Hölle, wo ist denn... Hab ich irgendwas verpasst? Wir waren doch gerade noch beim Shop. Das muss irgendwo da sein. Ach, das ist vielleicht, warte mal, das könnte dieser rote Bereich sein hier, direkt unter mir. Ja, hab ich dich doch noch gefunden. Die Twin Daggers. Ja, bitte. 316 Schaden. 50% Damage when your health is at its maximum. Oh, klingt gut. Die Schuhe, weiß ich nicht. Nee, wir haben sowieso kein Geld mehr. Gut. The question was the question. Damit war es auch schon wieder vorbei. Warte mal, hier geht's irgendwo rechts noch lang. Ah. Sieh mal an. Wir müssen jetzt auch erstmal diese Old Sewers finden. Das ist ja nur auch nochmal die nächste Frage. Da können wir nicht lang. Das ist auch meistens eher zu erreichen über diese Wines hier. Da, Toxic Sewers, okay. Und die sind meistens immer in der Nähe von einem Teleporter. Jetzt machen wir da noch die rechte Seite und dann gucken wir mal. Oh ja, ach so, ja, wow. Toll, dankeschön. Das hätte man mir auch vielleicht vorher sagen können. Okay, dann gehen wir jetzt mal in diese Toxic Sewers. Ja. 22 Zellen. Die können wir gleich mal irgendwie in was ganz Tollen investieren. Out. Well, you're back. Ja, ich bin wieder da. So, Infantry Bow. Der Infantry Bow klingt irgendwie so, als würde er unendlich Pfeile haben. Aber ich glaube, ich missinterpretiere dieses Infantry gerade einfach nur. Puh, was ist das? The Nutcracker. Hier gibt's eine Electric Whip. Die ist cool. Die hole ich mir mal. Ja, die Peitsche ist schon echt ein Schmuckstück. Vielleicht noch in das Gold? Oder hier? A new weapon unlocked. Blood Sword. Wenn man das erste Mal holt, dann kriegt man es ja immer. Balance Sword? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie kann das nichts, ne? Jedenfalls nicht so viel. Sturdy Shield. Komm, ich setz das nochmal hier rein. Und noch eine Zelle. Hier. Bum, bum. Alles klar. Oh, das Blood Sword, denn schon Level 3. Macht ein bisschen weniger Damage. Aber cause Bleeding. Also es, ja, bringt halt einen zum Bluten. Deswegen auch der Name, Blood Sword. Fires an Arrow Abort. Was? Abort? Ehrlich jetzt? Tatsache, da kommen immer so kleine Pfeile raus. Das ist irgendwie cool. Aber das Ding macht halt mehr Schaden, wenn wir das Maximum unseres Lebens haben. Aber das werden wir auch nicht lange behalten. Von daher, ach komm, who cares? Wir nehmen das jetzt mit. In die Toxic Sewers. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wünscht mir Glück, ihr Leben. Ich mache übrigens die Folgen immer so lang, wie halt auch der Run dauert. Also, okay, ab. Wenn wir irgendwann mal anderthalb Stunden Runs oder sowas haben, dann werde ich das vielleicht mal splitten. Aber so für den Moment
brauchen wir uns da, glaube ich, noch keine Gedanken drüber machen. Hier. Ah. Okay, Toxic Sewers. Ihr seht schon, da kommen immer so komische Skorpione raus. Die sieht man vorher auch nicht hier. Die kommen einfach raus. Ach, scheiße. Das vergiftet mich, das Zeug? Oh, das ist ja mies. Kann ich auch nicht ausweichen, oder wie ist das? Oh, schon wieder das Bloodspot. Das schmeißt eine Granate. Okay. Tatsache. Nein, ich nehme jetzt das. Dankeschön. Aber nette Idee mit der Granate, definitiv. Hier in den Sewers, also wer sich jetzt fragt, was ist denn das dann für ein Vorteil, wenn das Gebiet so schwer ist, gibt es halt auch besseres Zeug. Au, Arsch. Dafür machen die aber auch einen Schaden. So, habe ich gesehen. Oh, Mann. Da Damage. Oh, das Vieh, ne? Oh. Ein Rare Blueprint. Ein Rapier. Das klingt nice. Das muss ich nach Hause schleppen. Wie soll denn das funktionieren? Ah. Arsch, shit. Ja. Toll. Fängt schon mal gut an. Warte mal, wenn ich das so schmeiß. Ja, perfekt. Oh Gott. Ich probiere mein Bestes, Leute. Das. Hier, brenne. Oh, nein. Toxic Sewers, ihr könnt euch denken, was passiert, wenn ich in diese komischen Pfützen gehe. Oh. Und das Vieh hinterlässt so eine. So eine Granaten ist auch nett. Firebrand. Sie ist diese elektrische Peitsche. Oh, warte mal, was kann die? Fire is an arrow in front of you. Oh. Ach, das macht das Ding auch. Okay. Ich mag diese Peitsche. Fiau, fiau, fiau. Ah. Ups. Fiau, 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 fiau. Die macht nur leider nicht allzu viel Schaden. Aber die ist so ein bisschen, wow, Alter. Die ist so ein bisschen, so kleine Missile. Also. Ja, es klappt. Sie sucht sich ihre Feinde, Tatsache, auch. Wow. Oh, vergiss es. Ich muss das hier überleben. Ich habe so ein Rare Blueprint gefunden hier. Oh, Alter. Eieieiei. Ich brauche mal langsam irgendwie so eine Feuer- oder Eisgranate oder irgendwie sowas. Das würde sehr hilfreich sein. Okay, gut. Oh, Upgrade. Ja, piu, piu, piu. Jo, mitnehmen. Das geht jetzt auf den Skill. Was soll's? Oh, oh. Schön abwarten. Ah, scheiße. Ich will nicht sterben. Ich kann nicht mehr. Ich kann nichts mehr trinken? Habe ich das Trinken nicht mitgenommen oder habe ich schon getrunken? Das kann nicht sein, oder? Habe ich das vergessen? Nein. Sowas vergisst man doch nicht. Dann brauche ich jetzt einen Kebab. Oder eine Möhre. Gibt auch Möhren. Geile Möhren. Warte mal, hier war ich schon. Firebrands? Das sind mal Firebrands. Warte mal, hier und dann links runter. Oh, Jesus. Oh. Gib mir das Gold. Vielleicht finden wir auch einen Shop oder sowas. Ah. Oh, du Bastard, ne? Was ist denn, wenn ich da jetzt... Ich hätte nicht ausweichen können. Oh, nein, hier geht's noch nicht mal weiter. Shit. Okay, wieder zurück. Mache ich ja sonst gerne. Ja, klar. Unten rechts wäre noch was. Warte mal, ich muss... Ja, doch hier runter. Hier komme ich aber nicht raus. Verdammt. Gibt es noch ein bisschen Gold? Das ist zwar ganz nett. Oh, 7 Minuten? Ach, komm schon. Ich war doch echt flotti. Flotti Galotti hier. Ah, die Firebrands 3.
throws a grenade. Nee, ich will die... Nee, halt! Um Gottes Willen. Die Peitsche ist mir denn doch lieber. Die Peitsche findet auch ab und zu mal Geheimnisse. Man muss halt nur ein bisschen drauf achten. Oh, Kiste. Bitte was Gutes. Es ist eine Bärenfalle. Die habe ich noch nie so wirklich benutzt. Launch two traps with immobilized enemies, enemies for 6.5 seconds. Increase all damage taken by trapped enemies. Oh, die sind dann also noch anfällig dafür. Oh, geht auf 1 plus Stärke. Nett. Fires a volley of arrows. Nehmen wir mal mit. Wow, 2. Ich glaub's nicht. Cool. Lass mich hoch. Was ist das? Moonstone Amulet. Na, ich weiß nicht, ob ich das will. Aber, ups. Das will ich. Ja. Yep. Weapon Damage Increase. Jetzt sind wir schon bei 4. Immerhin. Das ist so schön, wenn man die... Ah! Man kann die so ein bisschen tricky hier ausschalten. Da können wir nicht lang. Da geht es bestimmt zu diesem Raum, was jetzt noch in der Mitte hier offen ist. Hier, Bear Trap. Hab Spaß. Arsch. Ich würde auch gerne hoch, ne? Aber ich komme nicht hoch. Ach, Mann. Ich sterbe jetzt wirklich wegen dem Ding. Ach, das kann nicht wahr sein. Komm, Kebab. Nein, ein Kebab. Gib mir doch einen Kebab, Mensch. Ich will nach Hause. Oh, Jesus. Ihr Schweine, ehrlich. Ihr könnt doch hier nicht im Shop einfach so auftauchen. Schweinenasen. Upgrade holen wir uns. Ich sollte vielleicht mal auf Stärke gehen. Auf Leben, aber irgendwie... Eisgranate. Komm, nehmen wir mit. Ich hätte die aber gerne genau einmal umgedreht. Nutcracker. Ich weiß gar nicht, ist das eine Waffe? Weapon, Tatsache. Wow, 523 Schaden. Holy. Stuns victim that... What? That have more than 74% health. So rum. Also wenn die... Wenn die noch viel Leben haben. Oh, das... Das klingt nach einer sehr guten Waffe. Aber ich habe kein Geld. Ich bin arm wie eine Kirschmaus. Kann ich jetzt vielleicht, wir schaffen's! Ja! Aber jetzt geht's direkt zu den Old Sewers? Also überspringt man doch die Ramparts? Oder wie ist das? Well, 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 you're back here. Oh yes, wir haben ihn nach Hause getragen. Ein Rapier. Inflicts a critical hit. Immediately, also... Ach, wieso übersetze ich es nicht gleich? Also, du landest halt einen kritischen Hit, wenn du aus der Rolle kommst. Also direkt danach. Okay. Das klingt irgendwie so als... Ja doch, doch, das klingt ganz gut. Wir müssten auch mal hier die Healing Potion holen. Habe ich alles ausgegeben? Jo. Puh. Immerhin. Also überspringt man tatsächlich hier die Ramparts. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Old Sewers. Naja. Immerhin kein Boss, der uns auflauert. Oh, ey. Uiuiui. Was erwartet uns hier? Auch wieder irgendwelche Skorpione, die... Come over here for a bit. Was? Hallo? A little slow, but you seem to understand what I'm saying. I lost a rune. I mean my rune. So you see, I'm a little stuck. And I need my rune, you see. You wouldn't mind finding it for me? No, wouldn't you? Ich? Was krieg ich dafür? Machen wir.
Joho, thank you. It's somewhere around here in the sewers on your side of the spars. Bring it to me now. Okay, der möchte seine Rune wieder haben. Lass mich... Was macht denn der? Der grabbelt ein bisschen. It's something here. Did you find it yet? Did you find it? Kill all nearby enemies first. Okay, der ist... Der will... Wow, machen wir einen Schaden. Der will das Zeug unbedingt... Oh! Pilz ist scheiße. Boah. Die Peitsche. Die geht jetzt ab wie Luzi hier. Der Pilz, geht immer an diesen, an den letzten Ort zurück, wo man stand. Und hinterlässt so schöne Pieksen. Also, so schnell wie möglich diesen Pilz ausschalten. Oh, warte halt. Gold. Warte mal. Ach nein, nicht auf mich. Nein. Oh. Wunderbar. Das ist so, das Spiel ist so schlimm, ich krieg noch nicht mal die Richtung hin. Ah, hier. Secret gefunden. Ja, die Peitsche macht das, ne? Die Peitsche ist gut. Warte mal, ich müsste eigentlich nach unten weiter lang. Okay, ich muss mir merken, RT zuerst einfrieren und dann irgendwas machen. Oh ja. Upgrade. Jetzt mal auf Health, bitte. Yep. Thank you. Oh, na wunderbar. Hier finden wir noch eins für Health. Na toll. Winter. Ah, there you are. It's there that you'll find it. I mean, my rune. Da unten? Da geh ich nicht lang. What? No. You have nothing to fear. You've made it all this way. You're not going to check it out now. So, go on. Aber nein, ich kann das. Der ist verrückt. Ich werde sterben, glaube ich. Oh, warte mal. Bevor ich das mache. Ja, ich hol dir deine blöde Rune schon. Hinten ist auf jeden Fall irgendwas eingezeichnet. Okay. No money, honey. Oh, nö. Oh, shit. Ach, du Bastardos. Nein, jetzt roll doch durch, Mensch. Ich mach dich mit der Peitsche. Yeah, sie haben es geschafft. Das Ice Amulet. Formidable all on the ground. Damage from projectiles reduced by... Was? All diving attacks. Leave flammable all on the ground. Aber ich habe sowieso nichts, um das zu flambieren, also zu entflammen. Ja. Oh, das ist echt gut. Oh! Okay, was seid ihr? Also euch kenne ich noch nicht. Hallo! Oh, holy. Das war ein tiefer Fall. Hier, friss Bärenfalle. Oh, da ist wieder ein Pilz irgendwo. Warte. Erstmal den Pilz. Hau weg, hau ab. Gottes Willen. Ja. Eieiei. Das geht ab hier. Oh, hier ist nichts. Okay. Also, das. Mir geht manchmal schon echt so ein bisschen die Pumpe, muss ich ja zugeben. Mann, jetzt geht. Junge, was. Geh runter, Mensch. Hier, pam. Oh Gott. Irgendwie ist die Bärenfalle nicht so ein Hit, muss ich sagen. Not so really. Ah, ich weiß ja nicht so genau, was ich von der halten soll. Och, nö. Nö, ich sterbe doch. Nö. Oh, Mann. Was, wieso geht's hier? Hier geht's noch lang. Einfrieren, Peitsche. Upp. Hier ist gar nichts. Die verarschen einen. Schweine. Schweinenasen. Alles Schweinepriester.
Dann gucke ich jetzt mal bei dem nach seiner Rune hier. Immer noch kein Geld. Obwohl der Blast cool ist. Aber dann müsste ich die Peitsche abgeben. Oh, ja, natürlich hast du... what? What the actually fuck? Was ist das? Was macht es? Was tut es? Hilfe! Nein! Wow! Ah! Was? Ah! Nein! Nein! Oh Gott! verdammt! Also müssen wir... Ich glaube, wir müssen diesen Weg gehen. Auf jeden Fall durch die Old Sewers. Um denn wahrscheinlich diese Statue mit diesem Rubbing, also wenn du die so... Ich glaube, die schaltet man dann frei. Oh, aber das... Ich kannte den Gegner jetzt überhaupt gar nicht. Ich meine, jetzt sammeln wir unser Geld noch auf. Das war's aber jetzt auch schon wieder für die Folge. Dann gucken wir mal nächstes Mal, dass wir den vielleicht klein kriegen. Achso, hier, wartet mal. Jetzt ist unser Raum da. This is a strange place. This is going to be very pretty when it's done. Echt? It's your doing this, isn't it? Ja, das hab ich gemacht. Ah, yes. Of course, you're working on it. Like all the rest, I guess. Ja, mag schon sein. Also es sind jetzt all die Sachen, die wir schon freigeschalten haben. Das ist ganz cool gemacht. Also wir haben... jetzt haben wir aber trotzdem immer noch nur den Bogen. Hier diesen schmuddeligen Bogen. Und wir haben auch noch dieses Rusty Sword nur. Ich glaube, irgendwann startet man mit besseren Equip einfach. Und dann hängen hier irgendwann mal ganz, ganz viele Sachen eben. Ah, guck mal. Hey, du müsstest doch jetzt schon integriert sein. I know what you've done. Der zeigt einen so die Statistiken an. Yes, I know of all your little secrets. And I'm noting it all down in my little book. That's my job. I've been killing things. You've been killing things, I see. Ja, mich haben auch welche getötet. Und dann gibt es halt hier so die Übersicht. Die gab es in dem letzten Update noch nicht. Das war erst mit diesem Experimental Branch mit drin. Teleporter used, wie viele ich Heilungsflaschen verbraucht habe. Equipment. Was hat mich denn so getötet, wäre jetzt so die Frage. Ah, ich war einmal in die Toxic Sewers, einmal in the Old Sewers. Okay. Monster. Hier sieht man. Was hat mich getötet? Der Inquisitor. Ah, der heißt Inquisitor. Okay. Und Slasher. Das war jetzt gerade unser komischer Elite-Boss hier. Monster Slain, 229. Und wir sind zweimal gestorben. Ja, 53 Zellen verloren. Naja, so ist es halt. Gut. Ihr Lieben, dann verabschiede ich mich für heute. Das ist, soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wir machen es dann immer so lang, wie es dauert. Außer wenn wir vielleicht mal irgendwann ganz gut sind, dann werden wir so ein bisschen cutten. Ansonsten sage ich jetzt erstmal tschüss mit Ö und danke, dass ihr dabei wart bei Dead Cells. Ja, bis dann.